Jo Leute, ich bin's wieder von der Kanokratz, also willkommen zurück hier bei Let's Play Monster 4 und ihr kommt gerade direkt ein kurzes Video. Na, ich habe meine Küche verfeinert, jetzt ist sie noch viel größer und noch viel leckerer. Ja, ja. Nam, 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 nam. Oho. Aha. Okay, also deutlich angenehmere Küche. Mensch, eure Katze, das ist echt der beste Koch. Ich habe ihm angewiesen, seine Küche zu vergrößern und jetzt kann er noch leckere Sachen kochen. Traum ist das. Oh, Shia will mit uns reden. Machen wir gleich. Ich gehe nur schnell ins Häuschen. Ah, ne, will noch jemand mit uns reden. Allerlei Gesachse. Huch, die Bären nehme ich lieber wieder mit, die ich gerade zurückgelassen habe. So, passt gerade genau. Wo habe ich jetzt die Nullbeeren hin? Da müssten sie sein. So, würde sagen, wir speichern mal kurz. Jawohl. Ein Schlückchen trinken. So. Dann wechseln wir doch schnell die Waffe. Was nehmen wir denn als nächstes? Ich weiß gar nicht, was als nächstes auf uns lauert. Wir könnten eigentlich mal diese Eisaxt probieren von Sabo Azagiru. Ah, wer bist du denn, der uns da in unserer gemächlichen Hütte auflauert? Ah, da kriegen wir so Abfall von der Katze. Und hier können wir auch die ganzen Filme angucken. Gucken wir auch vielleicht irgendwann mal an. Ganz am Ende. Auf jeden Fall cool. So, wer will jetzt mit uns reden? Der gute Ushia? Ach, Axeron, ich hätte es dir schon viel länger sagen sollen. Einst hatte ich einen Bruder, doch er verschwand vor 30 Jahren, als er nicht zum Dorfchef werden konnte. Ich versuchte ihn zu finden, ich folgte ihm die letzten 30 Jahre, doch ich konnte ihn niemals finden. Irgendetwas in mir sagte mir immer, immer wieder, dass er noch am Leben sei. Aber nun, da wir diese Kreatur getroffen haben, ich kann es einfach nicht fassen, dass mein Bruder zu dem geworden sind. Wie soll das funktionieren? Er war einst ein Jäger wie du und ich. Wie kann das nur sein? Huch, jetzt kommt ein Video. Was geht jetzt los? Aha. Siegfried, Verena, die da sitzen. Boah. Siehst du die beiden? Sie scheinen ziemlich im Eimer zu sein. Ich weiß nicht, was mit ihnen geschehen ist. Oh Gott, was ist nur mit Siegfried und Verena? Und vor allem, wo sind Roy und James? Und, ja, Roy und James sind irgendwie verschwunden. Man weiß nicht, wo sie sind. Ach, unglaublich. Was ist nur wieder passiert? Gerade wo uns Ushia doch. Axeron, wir sind zurück in Barubare. Musste ich hier um eine wichtige Aufgabe kümmern. Die schreckliche Kreatur, denen wir auf der Überfahrt begegnet sind, scheint hier wieder aufgedacht sein. Die will noch mit uns reden. Ah, Axeron, ihr seid wieder zurück. Mensch, mit einem neuen Jajo-Axo auf dem Rücken. Okay, warum sind wir jetzt in Barubare, Mensch? Scheinbar ist hier irgendwas aufgetaucht. Hat Mitsuki für uns was Neues? Oder? Ich guck mal kurz. Ne, Mitsuki zeigt uns nichts Neues an. Ich gehe mal in die Gilde, wo wir gerade diesen Einbein-Typen begegnet sind. Da waren wir ja noch gar nicht, bis. Nee, hier ist auch nichts Neues, glaube ich nicht.
Oh Gott, was ist jetzt passiert und was müssen wir tun? Ich guck gleich mal. Ich muss ja etwas bei meinem Mikrofon. Oh. Mein Pop-Up-Filter hatte sich ein bisschen verbogen, weil ich vorhin dagegen gedonnert bin. Vielleicht ja mal wieder in diesem Dingensgebiet hier. Oha, ich sehe da etwas. Oh oh. Ja, wie mir scheint, waren der gute, wo schere ich den Einkaufsladen nochmal hin? Wie mir scheint, waren der gute Siegfried und James, nicht James, sondern Verena, etwas in diesem, Unknown Sea of Trees heißt, also unbekannter See der Bäume, also Meer der Bäume, könnte man es auch übersetzen, begegnet. Gerade als uns Ushia etwas über den, über seinen Bruder erzählen wollte, der anscheinend ja auch Goa Magara ist. Das heißt, Ushia heißt mit Nachnamen auch Magara. Oh Gott. Ich habe da so eine dunkle Vorahnung, aber würde mal sagen, begeben wir uns da mal hin. So, ja, es lädt. Und jetzt gucken wir mal, was passiert ist mit dem guten James und dem guten Roy. Axerion, irgendwo hier, in den verlorenen Wäldern, im Unknown Sea of Trees, müssen sie sein. Ja, Roy und James sind verschwunden. Siegfried und Verena sind geschockt, sind alleine in der Gilde niedergeschmettert. Oh, das ist natürlich eine vulgäre Situation. So, und jetzt hoffe ich, dass wir Licht ins Dunkel bringen können. Ich tue hier nur ein bisschen abfarmen, weil ich schon so eine Vermutung habe, was uns da erwarten wird. So. Kriegen wir da überhaupt noch was? Ja, irgendwie schon. Und was genau? Weiß es nicht. Ah, Rationchen. Jedes Rationchen macht ein Tönchen demnach. So, wir sind jetzt natürlich mit der Zabor Azagiru Charge X nicht unbedingt bestens gerüstet für was auch immer da. Huch, ein Video. Roy! James! Fuzichan! Oh Gott! Goa Magara, mal wieder. Halt, Fuzi, bleib zurück! Du kannst ihm nichts tun! Nein, Wolfgang Sand. Wolfgang kommt. Ah, oh, das ist nicht Wolfgang, das war Harald. Harald, James hat seinen Käfer Harald genannt, weil er den Schmied so mag. Oh Gott, jetzt genug der blöden Witze. Ja, ich schnapp ihn mir. Flieht, ihr Narren. Wer kennt das? Dum, dum, dum. Roy! Schnell, haut ab, ich halte ihn auf. Oder auch nicht. Nein, Fuzi, du kannst mich doch nicht fangen. Nein. Schnell, haut ab, ihr Idioten. Ich halte ihn auf. Oh Gott, da ist er wieder. Die Kreatur. Die Folge beim Pool sein. Axerion! Axerion, San, halte ihn auf. Ich versuche, Roy zu... wegzubringen von ihr, wie auch immer. Boah. Paintball. Dagegen bist selbst du machtlos. Du schreckliche Kreatur des Bösen. Und? Boah, die Hitboxen sind echt verdammt geil. Hilft natürlich nichts, wenn man schlecht spielt.
Ja, der Goa Magera, mal wieder. Oh Mensch, das wollte ich gerade hier chargen. Ihr seht schon, die Charge-X war schon ausgepackt. Boah, geh weg. Verdammt. Goa. Jawohl. Final Charger. Ich hab glaub den Autoblock noch drin. Ach Mensch. Was mach ich denn hier? Oh, Goa. Ich geh mal schnell nach oben. Ich komm von oben! Du Bestie, jetzt hab ich dich. Jawohl, kann gleich reinschnetzeln. Gleich hier die Wirbelsäule ein bisschen frittieren. Jawohl, gerade so rechtzeitig noch in den Defense-Modus und umgeschmissen. Die fiese Kreatur, diesmal machen wir dir ganz den Chaos. Final Judge. Och Mensch, natürlich jetzt nicht die vorteilhafteste Charge-X für dieses Unterfangen. Aber irgendwann kommt die Zeit, wo man sich stellen muss. Und heute ist der Tag gekommen, Goa. Ich weiß nicht, was du bist, wer du bist, aber deine Untaten haben hier und heute ein Ende. Oh, hoffentlich geht's James und Roy gut. Axerion, er ist weg. Uch. Wo sind die zwei Vollgurken jetzt? Stellen sie alleine der schrecklichsten Kreatur auf Gottes Erden. Da hinten. Ich geh mal schnell hin. Hab hier übrigens auch diese infektiöse Energie an mir. Krieg ich die so wieder weg? Ja, aber nicht ganz. Super, wie kommen wir jetzt hier durch? Oh. Axeron, wir müssen den Felsen zerstören. Benutze deine Spitzhacke. Ich hab keine. Oh Gott, was ist jetzt? Genpreis. Ihr seid meiner Eisaxt nicht gewachsen, ihr schrecklichen, garstigen, kleinen Gräffchen. Zack. Ah, die halten Gott sei Dank nicht viel aus. Dieses Bild. So. Und? Hä, woher kommt auf einmal die Explosion? Diese zwei wieder. Oh. Axerion. Die Kongallas, vernichte sie. Ich will jetzt halt keine Charge-Energie in denen verpulvern. Also im Gegenteil könnte ich da eigentlich aufladen. Jawohl. Oh. Mensch, der Goa. Scheinbar will er uns wirklich ans Leder, wenn er uns immer wieder hier heimsucht. Mensch, geht's euch gut? Ich kümmere mich um die Bestien. Mach euch den Weg frei. Ja, Xerin, du hast sie besiegt. Wir können weiter voran. Wenn hier gerade nichts los ist, trinke ich mal einen Schluck. So. Mal ein Rationchen hinter die Kiemen, das kann ja nie schaden. Komm schon, ich leuchte euch den Weg. Ich bin der Fackelmann, der Fackelmann, der Fackeln tragen kann. Fackelmann, oh Fackelmann, der leuchtet euch den Weg. Ich bin der Fackelmann, Fackelmann mit Eisex-Chan. Ich bin der Fackelmann. Fackelmann, leuchtet euch den Weg, hell voraus, schaut, wo die Flamme steht. Folgt mir, ich leuchte euch den Weg, ich bin der Fackelmann, Fackelmann, Fackelmann mit der Fackel im Arm. In der Hand habe ich die Fackel, ich leuchte euch den Weg. Huch, da kommt irgendwas. Oh Gott, Kongas,
weg, ihr Bestien! Oder ein Gohammer reist zurück! Genug des Fackelmanns! Zeit für Schlachten! Kommst heute auf den Grill, du Biest! George? Boah! Und sie hat direkt getroffen mit seiner blöden, dunklen Macht. Goa, was tust du hier nur? Er spricht nicht mehr mit uns. Scheinbar ist das für Gespräche zu spät. Die Bosheit ist zu groß. Georgia? Oh. Nein! Jawohl, umgefallt. Auf. Jawohl, wir haben den Kopf zerschmettert. Erst dein Kopf und dann dein Leben, du Wurm. Huch. Oh, mein Lieber. Verflucht, die dunkle Energie ist fast voll. Ich weiß nicht, was das bewirkt. Schnell! Mitsuki! Axerion, du musst ihn vernichten! Ich meine, Axerion, du musst ihn vernichten! Verdammt! Jetzt hilft's auch nichts mehr, Mist, die dunkle Energie hat Besitz von uns ergriffen! Goa, du kannst uns nicht bezwingen! Ich bin der Schüler des Ushia! Einem der mächtigsten Jäger aller Zeiten. Ah, nein! Goddammit! Sorry. Ich wollte gerade den Megatrank trinken. Ach Mensch, der dealt aber auch ordentlich Damage, der gute Goa. Gut. Ach, Herrschaft. Schnell hier ein bisschen was aus dem Gemüsetopf hier naschen. Das wird uns unsere Energie zurückbringen. So, jetzt aber, Goa. Wir haben noch ein Hühnchen zu rupfen, ein Wörtchen zu regen. Regen, genau, ich bin der Herr des Regens. Genug des Redens, Zeit für Regen. So, jetzt gehen wir mal nach dahinter. Zu dem lauschigen Plätzchen, dem sich Goa niedergelassen hat. Das ganze Painten bringt auch nichts mit der blöden Karte hier unten. Ah, okay, man kann da die Karte umstellen. Sehe ich gerade, wenn ich hier um ein Touchpad... Oh, Hilfe! Genug des Touchpads gefummelt. Goa ist back. Das Problem ist, ich bin natürlich in dem auch noch nicht so drin. Bisher nur online ein paar Mal gemacht. Also jetzt outside der Story ein bisschen Gelaber hier. Axerion, wir kommen weiter. Halt ihn noch ein wenig auf. Zumindest glaube ich, dass er das gesagt hat. So. Oh. Du bist schon so ein Früchtchen. Soweit ich weiß, tut nämlich dieses Infected-Zeug unsere Verteidigung derbe negativ beeinflussen. Und dann hat auch andere Effekte, die nicht unbedingt dienlich sind. So, jetzt Giorgio! Oh Gott, was tut er? Verschwindet. Siegfried Roy, geht es euch gut? Noch eine letzte Fassbombe. Herrschaft, ihr macht den ganzen Wald kaputt. Schleppen sich entlang. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben Goa vertrieben. Gerade nochmal. Gerade nochmal, gerade so nochmal. Das Schicksal des Bösen abgewendet. Und wir kommen eine... Wie gnädig. Und frischer Honig. Nam, 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 nam. Da wird sich der gute Wolfgang freuen. Mensch, und zwei Tierkriegsköpfchen. Das lobe ich mir doch. So. Mal speichern.
Ja, würde ich sagen, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Let's Play Monster 4. Bis dahin. Tschüss.